Hi und herzlich willkommen zur 6. Folge von Vicky will's wissen. Heute geht es um das Thema Bundestagswahl, die ja am 26. September stattfindet. Die Themen dazu sind vielfältig. Von Klimaschutz über Wohnungsbau bis hin zu Europa ist alles dabei. Aber was ist eigentlich mit mentaler Gesundheit? Darüber möchte ich heute mit Diana Doko sprechen, die vor 20 Jahren gemeinsam mit Gerald Schöms den Verein Freunde fürs Leben gegründet hat. Diana, erzähl doch mal, was ihr im Vorfeld zur Bundestagswahl gemacht habt. Also wir haben uns die Wahlprogramme der 6 großen Parteien angeguckt und haben geschaut, ob das Thema mentale Gesundheit vorkommt. Und wir haben auch mit Politikerinnen gesprochen und mit jungen Kandidatinnen der Parteien. Also bei der CDU, CSU und bei der SPD liegt der Fokus vor allen Dingen auf der Versorgung. Also vor allen Dingen geht es um psychotherapeutische Angebote. Und bei der FDP und den Linken und den Grünen, die haben das und zusätzlich noch die Prävention und die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Und die AfD hat dazu nichts in ihrem Wahlprogramm. Warum ist denn das Thema gerade auch politisch so wichtig? Weil in Deutschland immer noch jedes Jahr 10.000 Menschen durch Suizid sterben, jedes Jahr 520 Jugendliche durch Suizid sterben. Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen zwischen 15 und 25. Jeder Fünfte in seinem Leben mal an einer Depression erkrankt. Und jetzt gerade in der Pandemie das Thema so wichtig wie noch nie ist. Vor allen Dingen junge Menschen entwickeln Angststörungen und psychische Störungen. Und ich glaube, doppelt so viel wie vorher. Und gerade jetzt ist es wichtig, was zu tun und der Politik, wir stehen vor der Bundestagswahl, zu sagen, ihr müsst das Thema angehen, weil es wird bleiben, es wird nicht einfach verschwinden. Ja, heftig. Das sind auf jeden Fall richtig besorgniserregende Fakten. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt mal, ob das Thema auch schon bei den Menschen angekommen ist. Was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen schlechter Laune und Depression? Ich glaube, schlechte Laune ist wahrscheinlich eher so ganz momentan und Depression ist sowas, was irgendwie die ganze Zeit so drunter liegt. Also, dass man so dauerbedrückt irgendwie ist. Naja, schlechte Laune hat man immer mal, aber Depression geht ja weitaus tiefer und da ist mit Kopf hoch oder sowas nicht, ist es nicht getan. Schlechte Laune ist, glaube ich, phasenabhängig und Depression ist natürlich irgendwie was, was vielleicht auch eine bleibende Sache ist. Also, schlechte Laune ist, dass man mal einfach ein bisschen verstimmt ist, würde ich sagen. Und Depression ist wirklich, also kann bis zu keine Hoffnung, nicht mehr aus dem Bett kommen, Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, ja, Suizidgedanken. Also es ist deutlich, deutlich tiefgehender, würde ich sagen. Eine schlechte Laune geht vorüber innerhalb absehbarer Zeit. Eine Depression ist etwas, das einen länger begleitet und dass man unter Umständen vielleicht auch nicht einmal sich dessen bewusst ist, bevor es sehr schlimm schon ist. Und manchmal merkt man das auch gar nicht. Halt erstmal verwechselt man das mit Faulheit und so weiter oder Lustlosigkeit. Aber ich glaube, echt das Wichtigste ist, dass eine schlechte Laune halt jedem mal passiert. Und eine Depression ist eine Erkrankung. Eine Erkrankung, für die niemand was kann und die einen halt einfach so befällt. Hast du denn das Gefühl, dass unsere derzeitige Regierung das Thema psychische Gesundheit auf dem Schirm hat? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also nicht mal die körperliche, aber die psychische schon gar nicht. Also da müsste viel mehr Öffentlichkeit auch da sein. Würde ich einfach sagen, nein, ist mir nicht als Fokus aufgefallen. Das ist jedenfalls nicht in der öffentlichen Debatte präsent. Insofern auch nicht von den Politikern gepusht. Also wenn es irgendwo parteiintern rumgeistert, dann auf der Agenda mit Sicherheit ziemlich weit unten. Ich denke mal, es ist ein Thema, das tendenziell eher untergeht unter sämtlichen anderen krisenhaften Themen, die im Moment zu behandeln sind. Na, ich habe mir so ein paar Sachen jetzt angeguckt an Interviews und da ist eben schon das Thema Kinder und Schule durch Corona, man hätte eher aufmachen müssen oder so, als alles benannt. Also es wird schon benannt, aber jetzt, also ich denke mal oberflächlich. Ich komme ja gerade aus der Schule und da weiß ich, oder aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl,
dass nicht genug darüber geredet wird. Wir hatten zwar das Glück, dass wir wunderbare Lehrer an unserer Schule hatten, die sich um uns gekümmert haben und für uns da waren, aber ich glaube, es wird zu wenig aufgeklärt. Ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass ich Probleme hatte zum Beispiel im letzten Jahr, vor allem während Homeschooling und so weiter, und es war aufgrund Burnout. Ich wusste nicht, was Depressionen sind, was es auslösen konnte und wie lange es geht, und ich war wirklich in einem dunklen Loch und ich konnte nicht rausgehen und die Schule hat nicht geholfen. Was müsste die neue Regierung nach der Wahl zuerst anpacken? Also ich mache gerade ein Praktikum in der Schule und ich merke, dass das gut ist, wenn man mit vielen Themen bei sehr jungen Menschen schon anfängt. Und ich glaube, wenn man aufklärt zu dem Thema und schon in die Schulklassen geht und mit denen darüber redet, dann baut es ganz viele Vorurteile ab und lässt gar nicht erst so eine Angst davor entstehen. Ich würde mir wünschen, dass man mehr auch mitbekommt und einfacher die Möglichkeit hat, sich Informationen zu holen und darüber zu lernen. Und dann an nächster Stelle natürlich Maßnahmen ergreifen. Maßnahmen zur Prävention, Maßnahmen, um das Thema Depression und Suizid zu entstigmatisieren, es einfach einer breiteren Masse zugänglich machen, und natürlich auch ein riesiger Punkt, der immer wieder auch teilweise in der Öffentlichkeit ist, Psychotherapieplätze. Geht einfach nicht, dass man ewig auf einen Therapieplatz warten muss. Es geht zum ersten Mal darum, dass genügend Leute, Fachleute da sind, Psychologen, Psychotherapeuten, die sich diesem Thema annehmen und und die Menschen eben da hingehen können und ihnen auch schnell geholfen wird und sie nicht ein halbes Jahr warten müssen auf einen Termin. Es sei denn, man ist privat versichert, dann kriegt man am ehesten einen. Ich glaube, es wird halt dann oft in der Debatte so ein bisschen die Kapitalismuskritik sofort ins Zentrum geschoben. Und dass man aber dann eben nicht sagt, das geht nur, indem wir den Kapitalismus komplett abschaffen, so weiß ich nicht, weil das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber zu sagen, nee, okay, unser System hat da einen Fehler. Wir müssen den Leuten Möglichkeiten geben, auf sich selber zu achten und einen interessanten Job auf einmal zu haben. Das muss möglich sein. Was denkst du denn, welche Partei das Thema psychische Gesundheit am besten voranbringen könnte? Ich glaube, das ist ein Thema, was nicht nur eine Partei anpacken sollte, sondern irgendwie alle. Also grundsätzlich sollte es, also ja, die AfD schließe ich mal jetzt ganz weg, aber grundsätzlich sollte es eigentlich jede Partei mit aufnehmen können, aber realistischerweise wären es, denke ich mal, eher Linke, Grüne oder SPD, die für solche Themen offen wären. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Grünen ziemlich viele Themen gut angehen und auch das Thema irgendwie soziale Gerechtigkeit voranbringen, und da würde ich denken, dass sie dann auch das Thema voranbringen, aber ich muss ehrlich sagen, bei denen habe ich das auch noch nicht sehr präsent gesehen. Also ich schätze schon eher die Grünen. Ach, schwierig, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Parteien, aber ich denke schon, dass die Grünen doch mehr den Menschen im Blick haben und sich da am ehesten engagieren könnten, würden. Im Schnitt würde ich dann doch eher sagen, die sozial orientierteren Parteien, einfach dadurch, dass der Mensch, die Gesellschaft, das Wohlbefinden generell einen höheren Stellenwert einnimmt, den würde ich da am ehesten die Kompetenz zuschreiben. Wenn du jetzt ab morgen Gesundheitsministerin wärst, was würdest du für psychische Gesundheit, Depression und Suizid tun? Ich denke, Aufklärung ist ein ganz großes Thema. Erstmal überhaupt in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es sowas gibt und dass man das auch ernst nehmen muss. Es ist schon irgendwie so, dass Depression, Gesundheit oder auch Krankheit und Tod, das ist natürlich oft tabuisiert wird in der Gesellschaft. Also was heißt tabuisiert, nicht, aber es ist ein schmerzhaftes Thema ist und keiner irgendwie Lust hat, darüber zu reden. Ich glaube, man könnte das entkräften, wenn man versucht, das im Alltag so ein bisschen schon mit einzubringen, dass auch bei den Kindern versucht wird, darüber irgendwie das so anzubringen, darüber zu reden, dass es irgendwie einfach ein Thema ist, wovor keiner Angst hat, darüber reden zu müssen. Ja. Ich glaube schon, dass man früh anpacken muss. Ich habe das Gefühl, Pädagogik, welche Lehrer man auf Kinder loslässt, sollte einfach mehr geguckt werden, glaube ich, dass die einfach eine sehr pädagogische Verantwortung haben. Kleinere Klassen, bessere integrieren, ich glaube, so ein Bewusstsein einfach dafür. So Selbsthilfegruppen, glaube ich, ist auch super, weil wenn man irgendwie keine Hoffnung oder keinen Antrieb verspürt, dass man irgendwie merkt, da sind doch Menschen, und wenn man dann irgendwie so eine Gruppe hat und sich zugehörig fühlt, glaube ich, macht das schon einen großen Unterschied auch. Also viel Zusammenarbeit und auch
naja, vielleicht Angehörige unterstützen, weil ich glaube, es ist auch sehr schwer, wenn man jemanden hat, dem es super, super schlecht geht und man auch gar nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen kann. Es ist eine sehr umfangreiche Geschichte auch, weil die auch seelische Verfassung und Gesundheit auch zu tun hat mit dem ganzen sozial-ökonomischen Lage in der Welt, ja, im Land. Und insofern, indem man dafür sorgt, dass stabile und halbwegs gut bezahlte Arbeitsverhältnisse da sind, dann hat man auch schon etwas dafür getan. Wenn wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen es schaffen, dass die Leute nicht mehr aus Existenzgründen arbeiten, sondern aus Erfüllungsgründen. Ich glaube, wir würden alle weiter arbeiten, aber wir würden 30-Stunden-Wochen haben. Und die, denen ihr Thema so wichtig ist, die können auch 70 Stunden arbeiten. Ich glaube, damit könnten wir ganz viel auch im Bereich Depressionen verbessern. Also was, glaube ich, viel gemacht wurde und was ich auch immer wieder wichtig finde, ist, dass man in der Öffentlichkeit Personen hat, die das Thema medienwirksam nach außen quasi bringen, also durch zum Beispiel eigene Berichte. Ich erinnere mich zum Beispiel, nachdem Robert Enke damals Selbstmord begangen hat, der Fußballspieler, Torwart, gab es da eine große Kampagne und seine Frau trägt das ja zum Beispiel weiter. Und da gibt es mehrere Personen, die einfach das als Galionsfiguren sozusagen vertreten. Und ich glaube, das ist wichtig, weil an solchen Personen können sich Menschen dann auch orientieren und haben dann vielleicht mehr Mut und Vertrauen, sich auch zu outen, eventuell dem Arbeitgeber gegenüber oder eben wirklich Hilfe einzufordern. Die Versorgung muss auch eindeutig verbessert werden. Also Therapieplätze müssen genauso verfügbar sein wie ein Termin für einen Hausarzt. Generell eine Gleichsetzung von physischer und von mentaler Gesundheit. So, jetzt haben wir sehr viele Meinungen und Stimmen sammeln können. Eine Sache ist nach wie vor klar, das Thema braucht immer noch Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit, sowohl politisch als auch gesellschaftlich. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass ihr wählen geht und eure Stimme abgebt.